So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Wir haben noch eine Sache hier zu klären, nämlich die Mindesterregung 7-2 Bahnen. Eine Bahn haben wir ja bei. In der letzten Aufnahme schon geschafft. Und ich hatte ja das Spiel ein bisschen laufen lassen. Und wir haben knapp 13,5. Und ich habe auch, glaube ich, schon eine Bahn gesehen, eine Holzachterbahn, die eine Mindesterregung von 7 hat, die wir dann bauen können. Ja, dann werden wir doch mal gucken. Ach ja, dieses Mixmaster-Gedöns habe ich wieder gelöscht. Vielmehr. Ach so, ich kann ja gleich mal zeigen. Also dieses Mixmaster-Gedöns hier habe ich wieder ja, gelöscht oder verkauft. Weil, braucht man nicht mal, haben wir ja geschafft. Ich habe nochmal Leute eingestellt. Ich glaube Mechaniker, sowohl auch ja, die Reinigungskräfte. Dann. Das hat man, glaube ich, hier aber noch zusammen gemacht. Ja, ich glaube, das hat man noch. Genau. Was habe ich noch gemacht? Hatten wir das auch schon zusammen? Ich glaube hier. Ich glaube so viele. Ach ja, genau. Hier den Whirlpool habe ich noch hingebaut. Das habe ich gemacht. Und ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Toilette hingebaut, soweit ich das noch irgendwie in Erinnerung. Ja, hier noch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ist hier noch irgendwas dazugekommen. Das ist das Einzige, was ich noch so gemacht habe. Ich glaube, der Rest ist dann so, wie ihr das auch kennt. So, wir wollen natürlich hier, dass das schnell vonstatten geht. Mal eben nachgucken, was unsere Leutchen hier machen. Alles klar. Das sieht gut aus. So. Ach ja, und hier ist Coasterball und sowas dazugekommen. Können wir auch mal kurz reingucken. Ist leider nichts Interessantes für uns dabei. Na, alles unter 7. Schade eigentlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Zuckerwatte. Zu teuer. Gut. Machen wir mal so. So, Holzachterbahn, da gibt es ja jede Menge von. Und ich habe hier irgendwo eins gesehen, was eine Erregungsbewertung von 7 hat. Dementsprechend wollen wir die ja dann auch bauen. Hier, Hamase. 14.000, da müssen wir noch ein kleines bisschen warten. Ich glaube, so eine werden wir dann nehmen. Aber die 14,5, die werden wir jetzt dann doch schnell haben. Und dann hoffe ich, können wir die hierhin platzieren. Und somit haben wir dann auch Gold geschafft. Ja, was kann man sonst noch? Ja, die WM hat ja begonnen. Heute haben ja Brasilien und hat nicht haben, hat Brasilien gegen Kroatien gespielt. Ja. Was soll man zu dem Spiel sagen? Unverdient gewonnen. Zumindest durch den Elfmeter. Der keiner war. Aber sonst, ja, war schon ein sehr interessantes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ich bin ja mal gespannt, was unsere Leute machen. Ich hoffe, dass sie auch Gas geben werden. Das wäre sehr schön. Ja, hier tut sich gerade nichts. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir dich platzieren können. Wa? Wahrscheinlich so. Das hat keiner. Ja, 26.000. Du kannst mich mal. Das gibt es nicht. Oder hier oben auf dem Berg. Auch nicht.
Was ist denn hier? Einmal das ganze Fleisch mal drehen. Ja, so. Ah, 16.000. So geht's komischerweise nicht. Und hier. Einmal halt einmal so drehen. Nee. Okay, dann müssen wir doch noch mal ein bisschen warten, bis wir die 16.000 haben. Aber so könnte man das Ganze bauen. Dann können wir da hinten das Ganze dann anschließen. Ich bleib mal besser so, weil bis ich dann gleich die Achterbahn wieder rausgefischt habe und so platziert habe, wie wir sie jetzt haben. Das könnte dann nur wieder unnötig dauern. So, jetzt haben wir halt einfach nur ein Bild. Ja, morgen kommt auch mein Brüderchen wieder. Freue ich mich schon drauf. Ja, kommt er aus dem Urlaub wieder. Wir waren diesmal nicht zusammen weg. Ich bin dieses Jahr im Juli für ein paar Tage in Berlin. Ja, aber schön, dass er dann auch wieder da ist. So muss er sein. Kann ich schon wieder zanken. Hell. Ja, dafür sind Brüder ja da, ne? Ja, und sonst, wir haben ja ein neues Let's Play, oder ich habe ja ein neues Let's Play angefangen, Hotel Imperium. Sehr außergewöhnlich zu spielen, aber eigentlich nicht schlecht. Das Einzige, was mich nur stört, ist, sobald irgendwie so ein bisschen Story mit drin ist, stürzt das Spiel ab. Finde ich jetzt nicht so geil. Ach ja, Karamelläpfel habe ich ja auch gebaut. Ach, seht ihr, ich habe euch auch was verheimlicht hier. Zeige ich euch gleich, wenn wir das hier gebaut haben. Ja. Ah, 15,5 haben wir ja schon. Fehlen nur noch 1.500 und dann geht das Ganze auch. Ja, wir waren auch mal zwischenzeitlich über 800 Besucher im Park. Das war aber wirklich nur für ganz kurze Zeit, wo ich alles hier neu gebaut hatte mit diesen Äpfel. Und irgendwie ein Limonadenstand und so. Ja, dadurch ist das mal kurzfristig nach oben gegangen, aber auch dann ganz schnell wieder unter 800. Und jetzt krebsen wir so bei 750 rum, aber ist ja auch nicht schlimm. Die Einnahmen kommen ja rein. Rein theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch diese Forschungen einstellen, dann hat man wieder mehr zur Verfügung, aber... Wie gesagt, bis ich dann jetzt wieder diese Achterbahn gefunden habe und die dann jetzt so habe, wie wir sie jetzt so angedeutet bauen wollen, das will ich jetzt irgendwie nicht eingehen, weil ich möchte doch das Let's Play, nicht das Let's Play, aber dieses Szenario doch ganz gerne ja, weg haben, sag ich jetzt mal, von den Füßen haben, weil es waren ja doch echt einige Folgen, muss ich gestehen, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber es ist ja nur eine kleine Insel. Dementsprechend war dann auch die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit war jetzt nicht darin, irgendwelche Sachen zu bauen, sondern wie man dort am besten baut. Weil das einfach total hügelig ist. Aber ich glaube, wir haben das recht gut hinbekommen. Ja, Regen kann ich auch mittlerweile nicht mehr sehen. Zwar war heute wieder schönes Wetter, aber... Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber bei uns Pfingstmontag. Nee. Will ich nie wieder haben. Nie wieder. Nie wieder. Das war... Nein. Ich hatte draußen mit Freunden gegrillt. Und wir hatten dann so schon so komische... Wolken am Himmel gehabt. Müsst ihr euch das so vorstellen, wie so Wattebäuschen, ne? Immer so kleine Wattebäuschen nebeneinander, untereinander, übereinander und total komisch. Und dann kam dann auch schon der erste Blitz und ich habe Gott sei Dank schon angefangen zu spülen. Das war doch ganz gut, dass ich doch da ziemlich Hummeln im Hintern hatte. Das hat uns vor einigem bewahrt. Und ja... Als wir den letzten Rest dann gerade eben noch so gespült haben, da ging es dann auch richtig los. Da kam wirklich so eine, ja, wie haben die das genannt, diese Superzelle auf uns zu. Das war wirklich,
Ich habe vorher noch in meinem Handy reingeguckt und da stand Tornado-Warnung. Und diese eine Wolke oder diese Superzelle, die auf uns zukam, das sah wirklich so aus, als ob jeden Moment wirklich ein Tornado entstehen würde. Das war wirklich richtig, richtig heftig. Und wir sind ganz schnell ins Haus geflüchtet, haben noch den letzten Rest weggeräumt, dass das nicht wegwehen kann. Und wir waren gerade oben, da ging das richtig los. Ja, da, die Blitze, die konnte man einfach nicht mehr zählen. Es hat gestürmt ohne Ende. Es sind so viele Bäume umgeknickt. Bei uns im Garten ist ein Baum weg. Bei einem sehr guten Freund von mir, bis auf den Pool, ist gar nichts mehr da im Garten. Bei denen, wo ich gegrillt habe, die hatten ganz viele Tannen. Ich weiß, das ist ganz viele, aber eigentlich so 7, 8 Stück. Und ja, die sind alle irgendwie miteinander jetzt verkeilt. Die Kronenspitzen da, die hängen halb runter und eine Tanne hat es komplett zerrissen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Also muss ich nie wieder haben. Ich konnte es aber auch nicht aufnehmen, sonst hätte ich das hochgeladen. Zum Nachhinein kann ich mich da echt im Hintern beißen. Aber ich war so gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen. So, 17.000, da war mal das Schmuckestück mal. Ja, ich weiß, wir müssen erstmal wieder Geld sammeln. Nee, das ist, da kommen wir ja gar nicht hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Nee, das ist wirklich ein Tag zum Vergessen. Ich will das nie wieder. Oh, es geht mal in den Miesen. Möchte ich wirklich nie wieder erleben. Das war nicht schön. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwie hinkommen. Ja, ich habe nicht genug Geld. Oh, wir haben über 800 Leute hier im Park. Die wollen ja wohl ein bisschen Kohle da lassen. Okay, das macht so keinen Sinn. Kann ich nicht hier rüber? Fucky fuck. Müssen wir das so machen? Ha, schon wieder nicht genügend Geld. Komm, wir wollen das doch einfach jetzt nur hier schaffen. Mehr wollen wir doch nicht. Wir wollen uns einfach nur die goldene Medaille jetzt hier abholen. Den Pokal. Ja, das ist so das, was so in den letzten Tagen zwischen der letzten Aufnahme und dem jetzt hier... ich sollte mal ganz kurz... mal gucken. Ja, Mechaniker 5 ist in Ordnung. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall das, was so hier bei uns passiert ist. Also in Düsseldorf haben sie gemessen die Geschwindigkeit und die war bei 145 Stundenkilometer. Und das kommt auch ungefähr mit dem, wie das bei uns war. Ungelogen. Das war einfach der reinste Horror. Will ich nie wieder in meinem Leben haben. Ah, ich habe schon wieder nicht genügend Geld. Ja. Oh, warum knallen wir denn immer sofort nach unten?
So, jetzt kommt's drauf an. Kommen wir jetzt hier? Bauen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Kacke. Oh Mann. Wo kommen wir denn hier hin? Ach du Scheiße, das ist ja genauso weit. Aber irgendwie muss das doch machbar sein hier. Aber ich sehe keine. Doch, hier sehe ich eine Lücke. Da. Alles klar. Dann sollten wir. Okay, die verbinden sich miteinander. Jetzt hau ab da. Einmal durch die. Boah, das ist gerade hier nicht ohne. Aber ich glaube. Ich glaube.